Also ich kann euch sagen, jetzt auch gerade während dem Arosa Humor Festival, wenn man im Hotel hängt, man sieht die ganze Zeit mega viele bekannte Leute. Und ich muss sagen, vor allem, ich finde es noch speziell, wenn man im Hotel dann ins Spa-Bereich geht. Also ins Hammam. Oder? Früher, jetzt während dem Arosa Humor Festival so ins Spa-Bereich, ins Hammam hineinläuft, dann kommt man quasi so in ein Promi-Hammam. Hallo? 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 Ist da jemand? Das ist unglaublich, also mit dem ganzen Dampf da gesehen. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich fast auf den Schoss gesessen. Ja, das ist der Roger. Roger heiße ich. Ja, aber ich heiße Roger. Roger Köppel. Hallo Herr Köppel, also warum lachen Sie so? Ja, Herr Federer, ich habe mir nur gerade vorgestellt, ohne den ganzen Dampf da, dann würde ich auch direkt in Ihr Record sehen. Also Entschuldigung, das finde ich jetzt also überhaupt nicht witzig. Also ich glaube, ich stehe lieber ein bisschen da über. Ja, aufpassen, hier steht jemand. Guten Abend, Roger Federer. Ja, ich habe gestern Abend schon moderiert. Herzlich willkommen zu einer gemütlichen Hammam-Session mit mir, Sven Epinay. Ja, ich freue mich sehr, für dich heute Abend einen aromatischen Aufguss zu zelebrieren. Komm, Roger, ja, sitz doch da neben der Herr Leuenberger an und genieße es. Ja, also das finde ich jetzt auch so sehr unpassend, wenn er da her sitzt. Weil da ist schliesslich der exklusive Ex-Ecke. War das Ex-Ecke? Nein, da ist der reservierte Ecke für Ex. Also ich bin ein Ex-Bundesrat und er ist ein Ex-Moderator. Ja, guten Abend, meine Liebe. Schön, dass ihr alle da seid. Sag jetzt. Braucht ihr jemanden, den ich zulasse? Dann kann ich euch helfen. Ja, ich brauche einfach mal einen Platz zum Anhocken. Es ist ja verrückt, weil in am Nebel alles umeinander hockt. Grüezi miteinander. Ich finde das überhaupt nicht verrückt. Mein Name ist Weber. Wenn ich euch so anschaue, kommt mir gerade ein neues Lied in den Sinn. Heute sitzen wir da im Hammam drin und freuen uns, will ich jetzt singen. Ich sing im Schneidersitz für euch einen kleinen Witz. Jetzt sogar noch eine zweite Strafe. Also Entschuldigung, also wie soll man sich da pissen gut bei Peach Weber-Lieder entspannen? Also Moritz, wegen dem musst du jetzt also nicht mit den Schlärpen umeinander schmeissen. Also blasen wir doch in die Schuhe, also ich gehe. Na, aufpassen, Herr Leuenberger, nicht rennen, es ist rutschig! Ja, so grossartig, da muss ich gar nicht mehr schreiben in der Weltwoche. Die linke und nette Bundesrat stürzen sich schon von allein. Also Entschuldigung, also kann ich irgendwo vielleicht hinsitzen? Komm, ich sitze hier neben der Kleibe hin. Excuse, Herr Federer, aber Sie können hier nicht her sitzen. Da sitzt Caroline. Also Entschuldigung, also da ist doch jetzt noch ein Platz, wo man hört aber alles auf. Fiova! Was ist denn mit dir los, du trümmeliger Hampelfrosch? So, Caroline, bisschen gut. Der Double ist voll auf mich draufgehockt. Also, Entschuldigung, ich hab gemeint, du bist ein Frottentüchli. Fiova! Das Arsch ins Gesicht gedruckt hat. Okay. Lass Caroline, beruhigen wir uns. Der Roger Federer hat das sicher nicht extra gemacht. Nein, du bist der Roger Federer. Roger. Küss mich. Ich bin eine verzauberte Prinzessin. Nein, du bist ein nasser Esel. Küss mich! Ja, okay, ja, dann halt. Was hast denn du einen Bart? Ja, Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen. Nein,
Warum geht er jetzt hier den ganzen Dampf raus? Christa, mach die Tür wieder zu. Sonst geht der ganze Dampf raus. Buonasera, ragazzi. Darf ich ganz kurz reinkommen? Ja, oh. Ciao, Moritz. Ja. Oh, leck du mir, Christa Rigozzi. Da werden ja alle meine Träume wahr. Buonasera. Oh, Roger Federer ist auch hier. Oh, Roger, na was hast du da? Na, wie herzig, du hast deine Plüschsöckel über deine Grissini gemacht. Nein, das ist Caroline Jova! Ja, dann ich denke, dass ich im Roger wohl so näher komme. Du Kleine, mach ein Foto. Das bringe ich also auf die Titelseite. Ja, ich würde sagen, hier unterbrechen wir das Ganze mit einem letzten grossen Aufguss. Tschüss.